Ob es andere richtig gedacht, dann war es als richtigen Flexpick, wenn Nova ist AP-Varus oder ist es für Competitive zu toll? Nee, wie gesagt, also AP-Varus ist die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart. AP-Varus ist der absolute Oberburner. Und ihr solltet AP-Varus auf Bot spielen, auf Mitte, auf Top, vielleicht auf Support, aber bitte nicht in meinen Games. AP-Varus ist übel krass. Nur gut. Wer AP-Varus nicht spielt, läuft am Leben vorbei. Bitte spielt AP-Varus. Und auch andere Teams sollten Angst haben vor Varus und es als Flexpick wahrnehmen. Wenn Penta nicht Varus first band, wann werden sie die Relegation verlieren? Wir müssen einfach mal die Strategie wechseln, Leute. Ich höre hier seit Wochen nur noch AP-Varus, AP-Varus, AP-Varus. Ich sehe nicht einen AP-Varus in meinen Games. Ist einfach nur irgendein Gespenst, das Frederik H. und Solalol euch ins Face, in den Kopf gepflanzt haben, als Influencer, die sie sind. Aber wenn euch nicht reicht, dass ich sage, dass es nicht gut ist, dann werde ich einfach auf der Welle mitschwimmen. Wer von euch spielt denn AP-Varus? Ganz genau. Hey, Magi Felix aus der Länge hauen damit gestern. Dann muss der Pick gut sein. Und wer sonst so toll ist, er hat letztens eine kleine Katze aus einem brennenden Hochhaus gerettet. War auch sehr krass. Ja. Danach fragt aber keiner. Alle fragen ihn nur aus seinem AP-Varus-Bild. Und das liegt an euch. Das ist euer Problem dann. Twitch Prime ist mehrkostenfrei. Oh, was für ein Ferdinand. Das ist ja der Oberwahnsinn. So. Ah, schon wieder der Bart. Mal gucken, ob der noch ein drittes Game in Folge verliert. Ich würde es ihm jetzt nicht unbedingt wünschen, aber... Also ich habe jetzt nicht so eine starke Meinung zu dem Bart. Die wollen Ward hier haben? Wahrscheinlich schon, oder? Ah, they don't. That's funny. Boah. Kann ich zwei holen, I think. Guys, wenn ich da meinen Q zurückhalte, kann ich da zwei holen. Not the best play I ever did. Okay, der Thresh smurft halt. So. Der Thresh smurft halt. Ich mach actually mehr Fehler als der Thresh. Und er macht da. Also bisher spielt der Thresh eine perfekte Lane. Use Gegner sehr gut. Also er weiß, wie er reinmoved, er weiß, wie er hookt. Er weiß, wann wir stärker sind, was natürlich einfacher ist, wenn ich den stärkeren Lane ADC spiele. Und er weiß, wann er rauszugehen hat für eine Lantern. Das ist einfach dann sehr angenehm. Aber würde ich zu früh loben, ne? Okay, guys. Wenn du nur gerade loswerden, dass du eine absolute Legende bist. Ah, Spiegel! Damn. Are we dead? I think we're dead. I take it. Wir dürfen nicht so deep gehen einfach, ne? Aber wenn wir den Play anfangen, dann mache ich den Play auch zu Ende, so. Folgen hinten, Bot. Aber dadurch, dass die Hackerin und Bart spielen, darf ich nicht. Das ist ein bisschen gemein, finde ich. So, wir gehen hier für Phantom Dancer, denke ich. Phantom Dancer und dann gucken wir mal eben ganz kurz, wie die bauen. Weil der Shen baut jetzt hier Magic Assist rein. Der Hackerin ist auch nicht tanky. Aber es kann schon was werden für uns. Oh ja, da kommen hier aber gerne dazu. Doing. Let's go. So, hier wird Rüstung geholt von einem guten Hackerim. Hier ist ein bisschen Rüstung mit dabei. Ich glaube, ich kann auch Squishies hitten. Und weil ich auch Squishies hitten darf, werde ich wahrscheinlich für Infinity Edge gehen. Maybe BT. Ich habe genug andere Carries, oder? Im Top. Irgendwie, also Shaco muss nicht hitten. Wird immer relevant sein, so. Top Mitte sind auch gut dabei. Ich glaube, ich kann BT spielen. Ich bin für Fighting zu haben, ne, Guys? Aber irgendwie passiert hier so wenig. Und ich kann nicht selbst den Engage spielen.
Also ich kann First Move nicht spielen, weil ich Varus bin. Ein ADC quasi. Und hier hat man schon einen sehr guten Catch. Mit Bart und Hecarim. Und die sind auch extrem strong gerade. Also Hecarim ist sehr strong. Oh! Prickle Mitte. Also warum macht sie das? Okay, Hecarim ist nicht undying. Na komm. Na komm, willst du ulten? Schade. Nicht locker genug geblieben. Oh, ich hab Hecarim nicht gesehen. My bad. I did not see the Hecarim. Nee, oder? Okay. Well played. So geil. Mann, ich lieb das. Ich glaube aber auch, dass wir es besser spielen können. Ich, ja. Da, wenn Gender zu uns moved und nicht irgendwie random die Botzeit ist, so. Ich weiß nicht genau, was die Botzeit getan hat, aber es war probably nicht der richtige Move. Und das ist halt durable. Ich glaube auch, dass mein Team actually stark genug wäre für Teamfights. Ne? Also ich glaube, Gwen und Rela können einfach teamfighten, weil so rennen die mich jetzt jedes Mal runter mit Shen ult, mit Hecarim ult und so. Und da, wenn die aber die Sachen für Rela oder Gwen nutzen müssen, dann sind wir einfach nur winning. So. Wo ist denn der Hook? Gerade sagen. Wir haben keinen Top-Laner, leider. Was ist von AP Varus? Der geilste Scheiß, den ihr je gesehen habt. Bitte spielt alle fucking AP Varus. Varus ist so gut zum so gut zum Objective machen. Wow! Shen mit 1800 Damage! What the fuck? Amazing! What the fuck? Hab ich so noch nicht gesehen. Also ich hatte auch wieder null Peel auf mir. Ich weiß nicht, warum ich keinen Peel habe, so, ne? Aber Thornmail macht nicht mehr so viel. Also Thornmail ist nicht mehr allein dafür verantwortlich, sagen wir es mal so. Thornmail ist nicht mehr so stark wie früher. Okay, nice.
Sehr cool. Jetzt sollte man finishen innerhalb dieses Zeitfensters tatsächlich. Und der Bart ist ja. Er hat jetzt ja nicht so. Er hatte die Situation nicht so gelesen. Weil Jutta gesagt hat, instead of Varus, weil ich nicht bei dir war. Sehr nice. Hey, Gwen hat ihren Champion. Auf 6 Items können sie ihren Champion spielen. Sehr nice. Hat ein bisschen lange gedauert für meinen Geschmack, aber war es gut. Die Varus Ult ist in dem Fall einfach mega geil, weil die so. Die kommen zusammen gut rein. Die kommt aus dem Focker vor. Und egal, wenn ich treffe, die anderen müssen sich dazu entscheiden: entweder bleiben die im Root drin oder die müssen rauskiten. Und wenn sie rauskiten, sind die jetzt in Gwen gelaufen. Aber quite nice. Ich würde sagen, ich werde einfach die Irelia honoren, weil die hat einfach performt, die Fresse gehalten, glaube ich zumindest. Und die war nicht der Grund dafür, dass dieses Game 15 Minuten ging. Habt ihr bei NNO Positional Coaches? Ja, NNO ist eine riesen Orga. Wir haben ein Jahresetat von ca. 1 Million Euro für alle Positionen. Wir haben 6 Coaches angestellt, actually 7, 6,5 halt. Einen Head Coach, einen Strategic Coach und dann für jede Rolle einen Coach. Immer wenn wir gerade nicht streamen, machen wir im Hintergrund nochmal ein bisschen Replay-Analyse. Da gehen wir viel über, Stream ist ja sehr hilfreich dabei, ne? Gehen wir viel über. Oder viel auf Replays ein im Stream. Da werden wir zum Beispiel auch mal sprechen müssen über eine Itemization, die ich gerade im Game hatte. Und so improven wir halt ganz gut. Obwohl wir Streamer sind, ne? Sehr krass.